Montag, Action, Energie, Power, umsetzen, Ergebnisse. Freunde, heute ist Feiertag und ganz ehrlich, wen, bitteschön, interessiert das eigentlich? Ich habe früher immer gesagt, ich bin Fan der 40-Stunden-Woche und ich fand die so gut, ich habe die 2,5-mal gemacht. Wenn das mal hochrechne, sind das 100-Stunden-Wochen. Habe ich das oft gemacht? Ja, ungefähr von meinem 22. Lebensjahr bis zum, mal bestimmt 32. Lebensjahr oder 30. Lebensjahr. 100 Stunden Wochen. Rechne mal aus, wie viel Arbeit das ist. Rechne mal aus, wo ich geschlafen habe. Ich habe gearbeitet. Ich habe die Sachen aufgebaut. Ich habe nachts bis 1 Uhr am Rechner gesessen, habe mich dann in die Firma hingelegt auf den Couch oder auf den Boden und habe morgens früh um 6 Uhr wieder angefangen. In der letzten Woche war ich morgens um 6.30 Uhr im Büro an einigen Tagen. Davor die Woche war ich um 5.30 Uhr im Büro an mindestens 2 Tagen. Warum mache ich das? Weil es toll ist. Und weil ich keine Freunde habe, keine Familie, keine Freundin, keine Kinder, keine Freizeit, keine Seele, keine Hoffnung. Und kümmert mich das? Wenn ich Zeit zum Heulen hätte, vielleicht. Aber jetzt gerade ist mir das scheißegal. Weil wenn ich weiter so schufte, kann ich mir in 20 Jahren vielleicht auch so einen eitergelben Porsche leisten. Und in 10 Jahren bin ich vielleicht schon tot. Aber nur, wenn ich mich ranhalte und keine schwulen Pausen mache oder Urlaub oder so eine Drückeberger Scheiße. Die 40-Stunden-Woche mache ich pro Tag. Diese Woche war ich jeden Morgen um 5.30 Uhr im Büro, die davor schon um 4.30 Uhr. Und die Woche davor bin ich mit meinem DeLorean in der Zeit zurückgereist, um schon anfangen zu können, bevor ich überhaupt da war. Und warum? Weil ich geisteskrank bin. Weil ich Arbeit geil finde. Sonst interessiert mich nichts in diesem langweiligen Scheißleben. Na gut, außer Muckibude und Solarium vielleicht. Aber auch da kann man beim Schwitzen noch telefonieren. Ich arbeite von jetzt an rund um die Uhr, ohne diese pissigen Penela-Pausen. Ich gehe nicht mal mehr aufs Klo. Ich kack direkt unter den Schreibtisch. Ja, das stinkt wie die Pest, aber die Zahlen stimmen. Denn ich bin Pascal, der Pausentöter. Gott der Arbeit. Komm zu mir und ich bring dir bei, wie auch du ohne Sinn und Verstand so viel keulst, dass du nie wieder Zeit hast, dir so hammerblöde Scheißvideos wie dieses anzusehen. Na, Deal?